Wie ihr sehen könnt, habe ich das Aquarium neben das 180er gestellt und ich habe mir hierfür einen AquaClear 20 Filter gekauft, der eigentlich als Hang-on-Filter für das Aquarium super geeignet ist, dadurch, dass wir halt weniger Platz im Aquarium wegnehmen. Er hat 6 Watt, zwischen 125 und 375 Liter Durchsatzvermögen, kann man einfach hier umstellen, Minus und Plus, ganz einfach, und hier unten ist die Ansaugung, die ist auch nicht zu hoch und nicht zu tief. Werden wir gleich nochmal gucken, vielleicht machen wir noch ein bisschen länger und dann fangen wir auch schon an, das Aquarium mal langsam einzurichten. Bei dem Filter war ein Schwamm dabei, dann haben wir hier Kohlefilter noch drin gehabt und Filtermedien, grobporige, sehr kalkreiche irgendwie und sehr viel Staub, und die werden wir gleich noch in den Sack reintun und dann mal ausprobieren. Oh, staubt schon alles hier voll. Und hier unten habe ich jetzt die Steckerleiste drin schon von der Lampe. Die kann man auch schon mal anschalten. Dann sieht man hier von der Helligkeit her, passt es hier auch super. Kann auch die LEDs erkennen. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. So, und wir machen jetzt einmal die Folien noch drauf. Wie ihr es schon in meinem anderen Video gesehen habt, müssen wir die Rückwand jetzt einmal mit Wasser einsprühen. Vorher natürlich einmal kurz abwischen, damit keine Fettreste dran sind und keine Staub, weil sie nicht nachher hinter der Folie zu sehen sind, wenn sie in der Scheibe klebt als Rückwand. Sonst habt ihr überall Staubfussel und so weiter da kleben. Das sieht nicht unbedingt so schön aus. Nehmen wir die Folie einmal drauf und am besten einfach mit einer Kreditkarte oder irgendeiner Bankkarte einfach die Wasserblasen rausstreichen. Und wie man hier auch sieht, das restliche Wasser mit einem Zewa abwischen, und dann können wir das Aquarium auch schon wieder aufstellen, abtrocknen und auf die Matte setzen und dann wieder auch den Filter einbauen, den Bodengrund einbringen. Der Vorteil bei diesem Produkt ist, dass diese Folie genau auf die Rückwand dieses Aquariums passt. So, jetzt habe ich es wieder aufgestellt. Die Folie habt ihr gerade mit mir dran gemacht und jetzt haben wir den Filter hängen und die Beleuchtung ist auch wieder dran. Und wie man jetzt hier sehen kann, die Rückwand ohne meine Spiegelung natürlich ist schön dran, es staubt noch ein bisschen hier, sieht man ja schön durch die Lampe, aber das passt und es ist auch relativ gut geputzt. Hier unten sind noch ein paar Fingerabdrücke und da oben, das ist Staub. Der wird aber gleich weggehen, wenn wir spätestens Wasser reintun. So, jetzt habe ich hier einmal die Wurzel und ich habe einmal mal das Moos und das müssen wir wie immer einmal vorher auswaschen, damit der Nährstoff unten, das Nährsubstrat da raus ist. Und jetzt können wir es hier von langsam abdrehen und dann können wir es hier vorne dran an unsere Wurzel dran kleben, oder in dem Fall mache ich es mit Nylon. Stelle es hier hin oder klemme es hier zwischen und binde es dann nachher mit einem Stück Nylon feste. Jetzt werden wir dann gucken, wie gut das funktioniert. Dazu habe ich mir hier so einen dünnen Nylon besorgt. Den hatte ich auch vorne im Aquarium für die Wurzel benutzt. Und damit klappt es auch echt gut. Nehme ich einfach mal ein Stück, schneide es mir ab. Kann auch ruhig ein bisschen länger sein, macht nichts. Und dann kann man damit zum Beispiel hier durchgehen. Ist natürlich mit so einem ganz dünnen immer ein bisschen Fusselsarbeit. Aber wie gesagt, es funktioniert. So, jetzt habe ich die Wurzel auch wieder drin und ich finde, es sieht ganz gut aus dafür, dass es meine erste hier bepflanzte Wurzel war. Ich habe auch noch nie mit Moos gearbeitet und bin dann deshalb mal ganz gespannt, wie das so weitergeht und wie sich das Ganze dann entwickelt. Jetzt werden wir halt den Rest der Pflanze noch einpflanzen, also in dem Fall einmal das Monte Carlo für den Bodendruckgrund. Und dann werden wir mal gucken, den Spachtel mal wieder vergessen.
Und dann werden wir das Ganze mal fertig machen. So, jetzt habe ich einmal das Monte Carlo hier. Und das ist, wie ihr sehen könnt, schon so alt gewesen, dass hier auch keine Nährlösung mehr drin war. Und deshalb ist es natürlich schon sehr fortgeschritten gewachsen. Und wir haben sehr viele Wurzeln, wie man hier sehen kann. Ist auch alles voll. Und dementsprechend haben wir viel Material, was wir einsetzen können. Da mache ich mir jetzt immer so kleine Häppchen von. Die lege ich einmal auf ein feuchtes Küchenpapier. Und dann können wir diese auch dann direkt einpflanzen. Natürlich ist bei so einem kleinen Beet immer der Vorteil, man hat einfach viel weniger Fläche, die man bepflanzen muss. Und es geht einfach viel schneller. Und vor allem ist es günstiger. Jetzt überlege bei meinem großen Aquarium, wenn ich alles mit In-vitro-Pflanzen gemacht hätte, das wäre, glaube ich, ins Unermessliche von den Kosten gelaufen. Deshalb bin ich ganz froh, dass das hier natürlich relativ günstig bleibt. Ich habe jetzt nur zwei Töpfchen gekauft, von jeder Pflanze einen. Und das sollte dann auch schon reichen. Die Rotala, die ich noch habe, die Ariri, oder die Rotundifolia oder irgendwas, die ich für hinten vielleicht noch einsetzen möchte, das mache ich wahrscheinlich später, oder die Valici, die werde ich wahrscheinlich dann aus dem großen Aquarium nehmen, werde sie vorher mit Wasserstoffperoxid einmal kurz behandeln, damit auch wirklich keine Blaualgen oder so dran sind und keine Algen, und dann kann man sie hier super einsetzen. Dazu nehme ich einfach 2%iges Wasserstoffperoxid, dosiere etwas im Wasser hinzu, bis leicht Bläschen gebildet werden. Und dann kommt das schon ganz von alleine. Und jetzt habe ich das Aquarium einmal komplett bepflanzt, wie man hier sehen kann. Oben das Moos schön auf der Wurzel und der ganze Boden voller Monte Carlo Bodendecker. Und dahinter habe ich noch eine Pflanze, da wollte ich mal was ausprobieren. Das werden wir dann nachher sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und jetzt werden wir einmal Wasser ins Aquarium hineinlassen. So, jetzt ist das Becken einmal komplett befüllt und wir haben die Pflanzen drin. Von oben sieht man es einmal. Hier noch einmal von der Seite. Hier hinten habe ich rechts eine andere Pflanze drin, die aus dem Garten ist. Da wollte ich mal probieren, ob sie auch angehen, weil sie sehr sumpfige Wiesen und auch moorige Standorte, von daher. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt und vor allem wie schnell. Da lasse ich jetzt erstmal 4 Stunden das Licht an, dann mache ich es später aus und dann müssen wir noch eine Schaltuhr dran anschließen und dann nachher wird immer mehr gesteigert.
So, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.